Wirklichkeit vor, die sich von ihren Erwartungen gründlich unterschied. Die Zahl derer, die blind wie Hans im Glück getauscht hatten. Eine Flut von Briefen ging den staatlichen Stellen der Deutschen Demokratischen Republik ein und Wunsch hat demnach Rückkehr in die Heimat zu haben. Mit einigen von denen, die inzwischen wieder im sozialistischen deutschen Staat leben, hatte ich Gelegenheit, mich zu unterhalten. Es sind Menschen aus verschiedenen Orten unseres Landes, aus ganz Gesprächspartnerin ist Frau Ingenieurökonom aus Dresden. 1984 in die Bundesrepublik Deutschland übergesiedelt. Frau, Sie sind wieder. Erlebnisse, welche Erfahrungen haben Sie bewogen, den Antrag zu stellen auf Rücksiedlung in die Deutsche Demokratische Republik? Ja, ich bin am 28. März 1984 in der BRD eingetroffen. Und war dann Gießen, dann Unna, dort hatten mich meine Kinder abgeholt. Und jetzt ging das auf das Arbeitsamt. So, das war die erste deprimierende Sache, dass ich also keine Arbeit bekam. Ich habe zwar gewusst, dass es schwierig sein wird, in der BRD zu leben, aber dass es also so kompliziert ist, hätte ich also nicht gedacht. Ich kann das zwar hier vom Fernsehen und so weiter, aber ich war der Meinung, wer arbeiten will, der bekommt Arbeit. Ich war bereit, also in Schichtarbeit zu gehen, egal welche Firma, aber da muss man sich also wirklich selbst bemühen. Welche speziellen Erfahrungen haben Sie nun gemacht drüben als ehemalige DDR-Bürgerin, als Frau bei der Suche nach einem Arbeitsplatz? Ja, ich war dann noch in einem Betrieb der Maschinenelemente und wollte da in Schichtarbeit gehen, also in Dreischichtarbeit. Und da wurde mir klipp und klar gesagt, dass ich also erstmal als Frau, dann war ich über 40, schon zu alt. Und dazu noch als Ingenieurökonom, dann würde ich sowieso keine Lust zu dieser Arbeit haben. Und wenn ich ein Mann wäre, hätten sie mich genommen. Und das war also echt deprimierend, dass man also mit über 40 schon zu alt ist, zu arbeiten. Und diese Behandlung ist sehr unterschiedlich, Mann, Frau. Ja, ja, das merkt man auch in der ganzen Bezahlung in Betrieben selbst. Die haben andere Steuerklasse. Die Männer, auch wenn sie verheiratet sind, die verdienen mehr Geld und sind ganz anders anerkannt. Also ich meine, es wird nur von der Gleichberechtigung der Frau gesprochen. Aber das ist nicht so. Das ist eigenartig. Sie haben also zeitweise eine Tätigkeit ausführen müssen, die weit weg von Ihrer Qualifikation. Ja, ja, ich spreche zwar nicht gern davon, ich meine, ich bin zwar nicht so gut zu irgendeiner Arbeit, aber es ist deprimierend, wenn man im Haushalt, in einem Privathaushalt, den Leuten den Schmutz, den sie selbst nicht machen, die sich leisten können, also eine Reinigungskraft zu haben, dann die Wohnungen sauber zu machen. Das habe ich also aber auch nur durch eine Vermittlung bekommen, sonst die Frau bei uns im Haus, die kannte die Dame, die da jemand suchte und hat mich da untergebracht, sonst hätte ich das auch noch nicht mal bekommen. Das ist also wirklich sehr, sehr schwierig. Und das war nicht gerade sehr schön. Ich habe also Gott sei Dank nur reichlich 4 Wochen machen brauchen. Und durch diese Frau, wo ich geputzt habe, also nennt sich ja Putzfrau drüben, die hatte mir dann in dem Betrieb, wo sie schon viele Jahre ist, das angeboten, sollte also hinkommen zum Gespräch. So, und da bin ich, am 1. Dezember habe ich da angefangen, ich war im November zum Gespräch. Ich habe aber dann hinterher erfahren, dass es an und für sich auch eine Sache ist, ein Politikum, Eingliederung von DDR-Bürgern. Ich war also die Einzige zu der Zeit, die der Betrieb genommen hatte. Und der Chef selbst ist an sich nicht sehr menschlich, aber er hat einen Vorteil davon gehabt. Also er hat ein halbes Jahr das Gehalt vom Arbeitsamt wohl für mich bekommen. Also er hat im Prinzip ein halbes Jahr, der Betrieb hat mir das zwar bezahlt, aber
das Geld bekommen hat er vom Arbeitsamt. Sie haben also diese sehr oft zitierte Freiheit der Persönlichkeit, von der in der Bundesrepublik sehr oft die Rede ist, sehr direkt kennengelernt, während Ihres Aufenthaltes in der BRD. Ja, ja. Die sogenannte Freiheit ja, besteht vielleicht für einige Bürger oder für junge Leute im Reisen. Und dass sie vielleicht mal ein Wort zu viel sagen können, aber außerhalb des betrieblichen Geschehens. Also die ständige Angst an und für sich den Arbeitsplatz zu verlieren. Wenn man unbequem wird, kann das sehr schnell passieren, wenn man zu viel da sagt. Und auch in unserem Betrieb musste ich sagen, ich bin ja also hier die ganzen Jahre seit meiner Lehrzeit im FDGB gewesen und war pro forma auch im DGB da in dem Betrieb. Aber der Betriebsrat selbst, der hat mehr für den Unternehmer, den Arbeitgeber gesprochen und den unterstützt als die Arbeitnehmer. Das muss ich also wirklich sagen. Ich habe da so eine Versammlung miterlebt. Also das ist nicht sehr schön gewesen. Sie haben also viele Unterschiede kennengelernt. Unterschiede zwischen dem Leben hier in der DDR, dem Leben in der BRD. Welche Unterschiede im beruflichen Leben, im privaten Leben, die für Sie am gravierendsten sind, möchten Sie vielleicht gern feststellen? Ja, die Unterschiede im beruflichen Leben jetzt, ich habe, wie gesagt, keine Kleinkinder mehr. Ich habe also Enkelkinder, zwei. Aber mich hat das irgendwie bewegt im Betrieb selbst, als ich dann tätig war ab Dezember, dass von 15 Lehrlingen nur drei, also nach Beendigung der Lehre, übernommen wurden. Was geschieht mit den anderen? Die werden also entlassen. Der Arbeitgeber weiß genau, wenn er die 22 Tage noch nach Beendigung der Lehrzeit beschäftigt, dann kriegen sie Arbeitslosengeld in der etwa Höhe, wie sie verdienen würden. Das wissen die und dann muss, also die Prüfung ist fertig, einen anderen Tag ist der Lehrling oder der jetzt Facharbeiter entlassen. Und damit bekommen sie zwar auch etwas Arbeitslosengeld, was niedriger liegt als das Lehrlingsentgelt, wie wir es jetzt hier sagen. Und das nur ein halbes Jahr, dann müssen die Eltern für die aufkommen. Das bedeutet, dass auch das Mädchen, der ich zur Prüfung verholfen hatte, zwar also Arbeitslosengeld bekam, ich glaube knapp über 400 Mark, aber wenn sie da auch also wohnen wollen und essen wollen, ist das absolut gar nichts, kann man nicht existieren. Und sie hat dann wohl in einer Bügelanstalt oder so, Bügelfirma, angefangen zu arbeiten. Also vollkommen zweckentfremdet, was sie gelernt hat. Sie hat also Wirtschaftskaufmann gelernt. Das ist nicht in Ordnung. Und die ganzen anderen, was daraus geworden ist, das kann ich also nicht sagen. Es sind, wie gesagt, nur drei übernommen worden. Wie ist das mit den Verhaltensweisen der Menschen in der Gegend, in der Sie waren? Ja, ich möchte so sagen, dass eben die BRD-Bürger einige vielleicht mal ein paar getragene Sachen oder so abgeben und meinen damit, dass es nun sehr viel gewesen ist und die Menschen damit glücklich machen. Aber die Bindung von den Menschen selbst, die fehlt. Man ist also völlig allein gelassen. Ob das jetzt von den Behörden ist, man wird zwar aufgenommen, man kriegt also auch ein Laufgeld, man meldet sich in dem Ort, wo man ist, an, aber das ist auch alles. Um das Weitere, ob der Mensch irgendwie menschliche Bindung gefunden hat oder sowas, ist absolut nicht. Das ist also meines Erachtens sehr, sehr schlecht. Und die Menschen selbst, die sind alle zu sehr mit sich beschäftigt und sie sind ja auch nicht sehr erbaut von den DDR-Bürgern, die da übersiedeln, weil die der Meinung sind, das Leben ist sehr schwer drüben. Wer nun da zu Hause ist, wird also nicht weggehen. Aber die DDR-Bürger nehmen ja dann noch die wenige Arbeit, die vorhanden ist. Also ist auch diese menschliche Beziehung sehr gestört, weil sie die ja als Eindringlinge auch betrachten. Und vielleicht auch mit Recht. Ihre eigenen Kinder liegen auf der Straße oder sie selbst. Und die DDR-Bürger kriegen dann dort und da mal eine Arbeit. Und selbst die eine Stelle, die vielleicht vergeben wird. Und deshalb ist diese Beziehung also, aber auch untereinander sind die BRD-Bürger nicht so hilfsbereit wie hier. Also wenn man in Not ist,
in der Hausgemeinschaft oder so. Das gibt's nicht. Sie sind ja hier groß geworden von. Ja. Welche der sozialen Errungenschaften, die Sie hier kennengelernt haben in der DDR, haben Sie in der BRD besonders vermisst? Ja, vielleicht nochmal auf die Kinder zu sprechen zu kommen. Ich habe also, wie gesagt, Enkelkinder, da habe ich es ja im Kindergartenalter gemerkt. Krippenplätze gibt es überhaupt keine. Das ist also eine Errungenschaft, die ganz enorm ist. Kindergarten gibt es teilweise von der Kirche, so halbtags. Und wenn man Glück hat, wie meine Tochter, dann doch einen Ganztagsplatz zu bekommen nach zweijährigem Warten, muss sie also täglich das ganze Essen mitschicken, also auch das Mittagessen in einem Behälter, das wird dort warm gemacht und zahlt extra noch 145 Mark im Monat. Es kann passieren, also wie es in München aussieht zum Beispiel, dass ein Vollverpflegungsplatz für 8 Stunden wohl dann bis an die 600 Mark kosten kann, Pflegestellen oder Kindergartenstellen. Und das ist also ein echter Nachteil. Und auch Schulhort gibt es ja keinen. Also wenn es eine Frau und ein Kind hat, man kann doch so ein 6-jähriges Kind, was zur Schule kommt oder fast 7 Jahre, ist ja wirklich noch ein Kind und muss erstmal an die ganzen Dinge herangeführt werden, ob das der Straßenverkehr ist, ob das sonst was ist, der ja weitaus größer und gefährlicher noch ist für so ein Kind. Und man kann es sich auch nicht selbst überlassen mit dem Schlüssel. Da sind auch die Gefahren so groß. Die sogenannten Vertreter, die in die Häuser kommen, alles, dann möchte das Kind ja nicht die Tür aufmachen. Ist schon so viel passiert. Also muss die Mutter zu Hause bleiben. Ja, was dann? Medizinische Kosten? Medizinische Kosten. Die Arztbetreuung selbst ist bei den Kindern ohne Entgelt. Auch die sonstige Medizin ist für Kinder ohne Entgelt. Aber was jetzt sonstige Leistungen wie Brillengestelle zum Beispiel sind, was ein Kind braucht. Also meine Nachbarin hatte 3 Jungs. Der mittlere war etwas sehr ungeschickt und hat sehr oft die Brille verloren oder zerbrochen. Ich sage, die hat schon fast an 1000 Mark Brillengestell bezahlt, weil ein Brillengestell bis zu 150 Mark für so ein Kind kostet. Und das trägt also keine Kasse. Das gibt es nicht. Sie haben sicher eine Wohnung gehabt. Was zahlt man da so Miete? Ich habe also eine Dreiraumwohnung gehabt, aus dem einfachen Grund, es klingt zwar viel für mich alleine, die war aber nur 57 Quadratmeter groß, entgegen der Einraumwohnung, die weitaus größer war und auch beträchtlich teurer. Die Einraumwohnung hätte fast 600 Mark gekostet und diese Wohnung habe ich für 462 Mark und ich weiß jetzt nicht mehr genau, 40 Pfennig wohl, bekommen. Musste aber auch eine Kaution legen von 1200 Mark. Stabil der Mietpreis in der Zeit? Nein, ich habe angefangen mit knapp über 400 Mark und hatte in der Zeit 2 Mieterhöhungen, ohne dass an unserem Haus eine Veränderung oder Verbesserung getroffen wurde. Das wird einfach dann aufgerechnet, das ist teurer und jenes ist teurer. Und dazu kommt noch, das war eine Genossenschaft, dass die unwahrscheinlich bauen und sehr teuer die Wohnungen, da stehen sehr viel leer. Und das müssen die anderen Mieter mittragen. Den Mietverlust stecken die nicht ein, sondern sie werden die Mieten erhöht. Und es muss ja auch was stehen in der Wohnung. Sie haben sicherlich für Möbel und ähnliche Dinge einen Kredit aufgenommen. Ja, ich habe also, wie gesagt, den Übersiedlerkredit, den Einzelpersonen von 3000 Mark bekommen. Ich musste aber 1200 Mark für die Wohnung sofort legen. Und 1350 Mark habe ich für mein Umzugsgut von hier nach der BRD, der Spedition Weigert, ist es glaube ich, Bartschen Weigert, Düsseldorf bezahlen müssen. So, und da blieb ja von den 3000 Mark nichts mehr. Da habe ich mir noch ein Fahrrad gekauft, um die Wege zu erledigen, weil das Fahrgeld ja so enorm teuer ist. Und musste dann einen Kredit aufnehmen, habe 5000 Mark, mir also die Küche gekauft, die Schlafstube. Und in der Stube hatte ich mein Mitgebrachtes und vom Sperrmüll Sitzelemente. Die kann man sich da wegnehmen, weil ich also nicht mehr kaufen konnte. Miete war ja auch gleich fällig und vorrichten musste ich auch in der Wohnung. Und habe das in den 1,5 Jahren zurückzahlen müssen mit enormem Jahreszins. Das ist also sehr hoch. Ich habe an die 7000 Mark zurückgezahlt für 5000 Mark Kredit. Und es war noch eine Sparkasse, die an sich einen ziemlich geringen Jahreszins wohl hatte. Da gibt es weitaus höhere. Und da kann man sich unwahrscheinlich in Schulden verstricken drüben, weil dort
3, 4 Kredite aufgenommen werden können. Das schicken die sogar ins Haus. Da genügt nur eine Unterschrift, dann kommt das Geld per Post. Ja, und da liest man 72 Monatsraten, auch wenn schon Kredit läuft und so. Und wenn man sich das aber mal richtig ausrechnet, merken die Leute gar nicht, wie sie für dumm verkauft werden, was sie eigentlich zurückzahlen. Frau Sch, wie ist das unter diesen Umständen mit dem Gefühl der Sicherheit im Leben, der Beständigkeit, der Berechenbarkeit? Die Beständigkeit oder die Sicherheit ist also absolut nicht gegeben. Die Sicherheit schon in der Form nicht. Es ist sehr schnell üblich, dass man also sich alles kaufen kann. Das stimmt schon mit Krediten. Aber die Sicherheit des Arbeitnehmens ist ja nicht gegeben. Und sobald man dann dort also nicht mehr zahlen kann, dann ist das Zeug vor der Fragenlinie nicht danach, ob man Kinder hat, ob man keine hat oder so. Das ist nun mal so. Und die Sicherheit als solche nicht. Die ständige Angst, auch den Arbeitsplatz zu verlieren. Da traut man sich also schon gar nichts auf Arbeit zu sagen. Vor allen Dingen, wenn man dann etwas älter ist. Und die Sicherheit, wenn man jetzt mit Kindern dahin geht, ist absolut nicht gegeben. In die Schule gehen ja, aber alles andere, einen ordentlichen Beruf zu erlernen, so, das ist also sehr problematisch und das würde ich also meinen Kindern nicht zumuten. Ich gehe davon aus, Frau Sch, dass Sie in der BRD auch mit DDR-Bürgern zusammengekommen sind, die übergesiedelt sind. Ja. Also es sind mit Familien, die also jetzt als Kollegen meines Sohnes damals auch hier in der DDR gelebt haben, in Dresden selbst. Von einer Familie weiß ich auch, dass sie also mit vielen Dingen nicht einverstanden sind, deprimiert sind. Oder mein ehemaliger Arbeitskollege, er selbst nicht, aber seine Frau. Also sie traut sich das aber wahrscheinlich nicht offen kundzutun. Oder es sind bestimmt einige, die den Mut nicht aufbringen, das zu sagen, was sie wirklich anders empfinden. Ich meine, ich kann ja nicht losgelöst, weil ich nun keine Kinder mehr habe oder keine Kleinkinder mehr habe, kann ich mich einfach von den Dingen nicht loslösen, die mich also bewegt haben. Ob das Lehrlingsausbildung ist, ob das im Betrieb selbst ist oder Kindergarten, Kinderkrippenplätze. Das sind so viele soziale Dinge, die keine Sicherheit bieten für die Leute. Oder zum Beispiel, wenn jetzt eine Mutter öfters krank sein muss, der Kinder wegen. Ich habe also so eine Kollegin gehabt hier in der DDR. Ich habe denen auch also geschrieben auf Anfrage hin, dass es also sinnlos ist, einen Antrag zu stellen, aus den Gründen heraus, wie ich es Ihnen heute so gesagt habe, dass die Kinderkleidung sehr teuer ist, sehr, sehr teuer, dass man also, wenn man 2 Kinder hat, schon ganz schön aufpassen muss, um da an der Waage zu bleiben. Und dass sie also keine Arbeit kriegt, weil keine Hortplätze gibt. Und wenn sie Arbeit bekommt, dann später, dass wenn die Kinder krank sind und sie oft zu Hause bleiben muss, also dann ist der Platz weg. Irgendeine Möglichkeit findet der Betrieb und hat dort immer Möglichkeiten, da einen Menschen von der Bildfläche verschwinden zu lassen. Da ist man von heute auf morgen also arbeitslos. Aus Ihren persönlichen Erfahrungen heraus, über die Sie heute gesprochen haben, welchen Rat würden Sie DDR-Bürgern erteilen, die irregeleitet durch BRD-Medien oder durch Verwandtenratschlag in die BRD übersiedeln wollen? Na, meine Meinung ist, ich habe auch zwar gewusst, dass es nicht leicht sein wird. Ich bin also nicht mit den Vorstellungen, wie vielleicht manche jüngere Leute gehen, dass also der goldene Westen, wie es immer noch heißt, und die BRD und dort kriege ich alles umsonst und halb geschenkt. Das ist also absolut nicht so, denn der ganze Lebensunterhalt ist sehr, sehr teuer. Ja. Das sollten sich die Leute überlegen, wenn sie Familie haben und dann eben die Unsicherheit. Sie wissen nie, bekommen sie überhaupt Arbeit? Es sind viele, die noch keine haben. Denn das Arbeitsamt kümmert sich nicht drum. Und auch von der ganzen Arbeit her, gerade die Frauen, wie gesagt, sind überhaupt nicht gleichwertig. Hier wird man als Frau genauso, wenn man die Tätigkeit eines Mannes macht, was sonst speziell früher Männer gemacht haben, gleichwertige Bezahlung, man ist geachtet, man ist anerkannt und kommt genauso weit im beruflichen Leben. Aber das ist in der BRD nicht so. Eine Frau ist bloß auf dem Papier Frau, aber sonst gleich null, würde ich sagen. Ist mein eigenes Empfinden gewesen. Also ich kann bloß vor dem Schritt sagen, und auch vor allen Dingen für Ältere, die jetzt der Meinung sind, sie müssen zu den Kindern,
Ich würde es nicht wieder tun. Ich würde auch keinem dazu raten. Ich danke Ihnen, Frau für dieses Gespräch. Frau lebt heute wieder im Bezirk Rostock. Sie hat die DDR im Jahr 1984 verlassen und nach kurzer Zeit hat sie wieder einen Antrag gestellt auf Rücksiedlung in die Deutsche Demokratische Republik. Frau, was waren die Erlebnisse, was waren die Erkenntnisse, die Erfahrungen, die Sie bewogen haben, wieder in die DDR zurückzukehren? Ja, zuerst war das Enttäuschung des Partners, dann Heimweh der Familienmitglieder und Heimweh in die Heimat. Dort, wo ich groß geworden bin, aufgewachsen bin, das konnte ich nicht so einfach verlassen. Wegen der Enttäuschung und B, wenn man enttäuscht ist, sehnt man sich nach wertvollen Menschen zurück in die Heimat. Sie waren ein Vierteljahr in der BRD, dann haben sich die Hoffnungen auf eine persönliche Familienzusammenführung zerschlagen und Sie haben diesen Schritt zurück in die DDR getan. Ja, das ist richtig. Nach den Erfahrungen, die Sie in der Bundesrepublik gesammelt haben, was ist dort für einen Menschen, der sein Leben lang hier aufgewachsen ist, gesellschaftlich, sozial, beruflich, anders? Welche Beobachtungen haben Sie da gemacht? Ja, das gesellschaftliche Leben in der BRD ist ganz anders. Die innere Binde, Zusammengehörigkeit, das vermisst man dort sehr. Man kann den Sozialismus nicht mit dem Kapitalismus vergleichen. Und die Arbeitslosigkeit der jetzigen jungen Menschen, das hat mich auch sehr fasziniert. Ja, man hört sehr viel vor über die hohe Arbeitslosigkeit, besonders unter jungen Leuten in der Bundesrepublik. Ja, das war für mich auch sehr beeindruckend, dass jetzt die jungen Leute so ohne Arbeit sind. Sie können sich beruflich nicht ausbilden lassen, liegen auf der Straße, haben kein Geld, müssen Sozialrente bekommen und schon sind sie auf der Bahn und kommen ins Schleudern. Was würden Sie Bürgern der DDR raten, die darüber nachdenken, in die BRD zu gehen? Ja, sie sollten sich das nochmals vor Augen halten, dass es eben die reine Wahrheit ist, was unsere Zeitungen schreiben und was oft in der aktuellen Kamera dargestellt wird, dass es die Wahrheit, die reine Wahrheit ist, dass dort in der BRD die Arbeitslosigkeit zu hoch ist. Wie sieht es mit den Chancen aus für einen Neubeginn in der BRD? Ja, eine Chance ohne Arbeit, das ist keine Chance. Ich meine, das ist nur das A und O, ein geregeltes Leben nachzugehen, arbeiten und Geld verdienen. Denn ohne Geld, die Preise sind sehr hoch, Mieten, die ganzen Verpflichtungen, die man hat, denn nur eine Sozialrente, die 14 Monate Arbeitslosenunterstützung sind schnell abgelaufen. Und dann habe ich noch Kinder mit, die dann auch einen Beruf lernen möchten und müssen. Ja, sind die Chancen dann auch sehr gering. Und sowas kennen wir ja alles nicht.
mit solchen Dingen leben zu müssen, ist nicht einfach. Danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. Wir sind in Wustrow in Mecklenburg im Bezirk Neubrandenburg. Wir sprechen mit Frau, die mit ihrer Tochter einen Antrag auf Rückkehr aus der BRD in die Deutsche Demokratische Republik gestellt hat. Frau, was waren die Gründe für Sie und für Ihre Tochter, die ja inzwischen in der DDR verheiratet ist, und für Ihre Tochter ein Ersuchen zu stellen auf Rückkehr in die Deutsche Demokratische Republik? Also erstmal das ganze Leben da drüben, ne? Das Zusammenleben mit den Menschen dort. Also obwohl es Deutsche sind, sind es eigentlich für uns doch Fremde, ne? Wesen, die ganze Zeit über, wo wir da waren. Und wir brauchten nicht lange, um zu sehen, dass wir da nicht hingehören. Ne? Da haben wir uns kurzerhand entschlossen, uns doch wieder an die DDR zu wenden, ob wir nicht wieder zurückkehren können. Warum hatten Sie die DDR verlassen? Das war aufgrund einer Familienzusammenführung, haben wir erhofft, dass wir in der BRD also wieder glücklicher zusammenleben können, also die ganze Familie. Und unsere Einschränkungen, also wir haben vorher genug Einschränkungen gehabt, ne? Sollen wir das machen, sollen wir es nicht machen. Aber durch Telefonate mit Verwandtschaft haben wir dann eben doch uns entschlossen, doch rüberzugehen in die BRD. Und als wir dann drüben waren, haben wir das eben nicht so vorgefunden. Also nicht gleich, aber nach einer gewissen Zeit wurde es dann doch problematisch für uns da drüben. Ne? Wir haben uns kurzerhand dann doch entschlossen, also so schnell wie möglich wieder zurückzukehren. Weil wir von der Verwandtschaft erst auch viel Unterstützung hatten, ne? Und nachher ließ das auch immer mehr nach, desto länger wir da waren. Das war eben bloß zum Anfang. Ne? Nachher ließ das alles nach. Wir waren dann praktisch auf uns allein gestellt. Ne? Vom Staat, also da drüben Unterstützung und so weiter, hat man ja dann auch nicht. Wie war es mit der Arbeit in der Bundesrepublik? Arbeit sah ganz schlecht aus. Für uns alle, vor allen Dingen, weil wir keine ausgebildete Arbeit hatten. Also ich keinen Abschluss hatte, mein Mann auch nicht. Ne? Ich habe nur einen Teilfacharbeiter gemacht. Und in meiner Richtung, also Datenverarbeitung, war es sowieso schwer, da drüben was zu kriegen. Die ganze berufliche, die ganze gesellschaftliche Eingliederung? Also war schlecht erstmal schon, ne? Vor allen Dingen, wir mussten, haben uns selbst bemüht, viel bemüht und viel geschrieben, also in Zeitschriften, wenn wir Annoncen und so lasen, ne? Haben wir selber uns bemüht, rumgefahren, geguckt wegen Arbeit. Wenn irgendwas, wenn wir gehört haben, bei Freunden oder Bekannten hingefahren, aber meistens war das schon weg. Obwohl ja sehr viele Stellenanzeigen in der Zeitung stehen. Es sind viele Stellenanzeigen drin, ne? Und über das Arbeitsamt wird natürlich auch vermittelt, aber die wollen eben nur Fachkräfte, ne? Und wenn sie selber hinfahren, dann ist es so, dass da schon ein Haufen sitzen und da wird natürlich der genommen, viel mehr bekannt ist, ne? Und der da auch Verwandtschaft schon hat im Betrieb dort selbst und vermittelt werden kann durch diesen Verwandten. Wie war das bei Ihnen? Sie sind ja knapp 20 Jahre. Gab es die Möglichkeit für Sie, vielleicht eine Lehrstelle zu finden in der Bundesrepublik? Was zu lernen, also einen Beruf? Das ist schlecht. Wurden ja auch zig Bewerbungen abgeschickt und alles. Manche haben gar nicht geantwortet und eben auch nur Absagen gekriegt. Wenn wir auch mal selber hin waren und so, dann sollten wir eben Bescheid kriegen oder die haben uns eben gleich gesagt, dass nichts ist, ne?
Und nur Gelegenheitsarbeit dann eben, mal für ein paar Stunden. Und gebraucht wurde. Was haben Sie dann gemacht? Ja, machen konnte man da gar nichts. Die haben eben immer weitergeschrieben, auch eben durch Zeitungen, ne? Zeitungsannoncen. Oder eben selber hingefahren und gefragt, aber meistens nicht. Da wird man auch erst angeguckt, bevor man eingestellt wird, ne? Sagen wir mal so. Und da blieb übrig auch nur Gelegenheitsarbeit? Ja, auch bloß, wenn man gebraucht wurde, am Wochenende eben, mal für ein paar Stunden. Aber sonst war da auch nichts. Meine Geschäfte und sowas sind ja genug da, aber eben keine freie Stelle. Und es sind doch genug Jugendliche in der BRD, die noch suchen, ne? Die kriegen wir auch nicht. Das ist eben hier nicht, ne? Man hier eben seine Arbeitsstelle kriegt. Was ist für junge Menschen, die aus der DDR in die Bundesrepublik gegangen sind, dort anders als hier? Worin sehen Sie den Unterschied? Ja, erstmal die Kontakte auch, ne? Kontakte zwischen den Jugendlichen. Bei uns hier sind sie kontaktfreudiger, wenn man sich auf der Straße trifft oder auch so in Diskotheken, ne? Dass man dann gleich angesprochen wird. Und wenn man da irgendwo hinkommt, dann entweder wird man gar nicht angeguckt oder eben bloß schief von der Seite, ne? Und auch so auf Diskos, da sitzt man dann eben bloß rum, wenn man da niemanden kennt, ne? Und was waren die Gründe für Sie? Warum sind Sie zurückgekehrt? Das war allgemein. Also mir jetzt von Anfang an ja nicht gefallen hat. Ne? Auch erstmal die Umstellung und alles. Dann war der Vater von meiner Tochter ja auch hier. Ne? Und ich konnte mich da nicht einleben. Was machen Sie jetzt persönlich? Zurzeit bin ich zu Hause, weil ich das Baby habe. Und damit ich mich um meine Tochter eben kümmern kann, ne? Mich mit ihr beschäftigen kann mehr. Und nach dem Babyjahr dann eben wieder arbeiten und später dann vielleicht mal Erwachsenenqualifizierung. Ne? Frau Ihre Rückkehr in die DDR, wie sind Sie beruflich und gesellschaftlich integriert? Wie geht es Ihnen persönlich? Ja, beruflich bin ich gleich, also voll eingesetzt worden wieder, kann man sagen. Ich wurde gleich in einem Betrieb vermittelt und auch ein gutes Kollektiv. Ja, und die Arbeit da ist eigentlich schwer, aber macht Spaß. Man sieht, was man schafft, ne? Gesellschaftlich. Ja, ist nicht doll noch nicht, weil das läuft ja alles erst an. Ich muss mich erst selber darum kümmern, dass ich wieder aufgenommen. Die wissen ja nicht, wo man, in welcher Gesellschaft man ist. Ne? Fühlen Sie, dass Sie gebraucht werden? Ah ja, bei uns im Betrieb schon. Ne, denn Leute fehlen überall an den Enden. Sie haben die DDR kennengelernt, Sie haben die BRD kennengelernt. Sie haben sicherlich nach langem Überlegen den Entschluss gefasst, wieder zurückzukehren. Was möchten Sie Mitbürgern empfehlen, die sich mit dem Gedanken tragen, in die BRD überzusiedeln? Nur, dass sie das nicht einmal, sondern mehrmals erstmal gründlich überlegen sollen. Denn was man sich hier aufgebaut hat und geschaffen hat, das kriegt man da drüben nicht so schnell wieder. Man hat zwar die Unterstützung erstmal da auch vom Staat, dass man so und so viel Mark kriegt, aber dafür kann man sich nicht das kaufen. Man kann sich zwar einrichten, man kann sich kaufen, was man möchte, ja, aber die Freunde und Bekannten, das kriegt man sich ja nicht dadurch zurückgekauft, kann man sagen. Ne? Und sowas kann man sich auch nicht kaufen. Und da erstmal durchzukommen, das ist sehr schwer. Ne? Das ist hier doch anders, weil man hier aufgewachsen ist, die Menschen kennt und auch die Umgangsformen sind hier anders, ne, wie dort. Also der Unterschied ist zu krass. Wenn man dorthin kommt, ja, ist zwar gut und schön die ersten paar Wochen, aber wenn man das Leben da länger kennt, dann sagt man sich auch, mein Gott, wo bist du bloß hingeraten, so ungefähr. Ne? Ich danke Ihnen für dieses Gespräch.
Es war ein langer Weg für Frau und ihre Enkeltochter von Güstrow nach Güstrow. Sie stellte 1984 den Antrag auf Übersiedlung in die BRD und bat 1985 um Rückkehr in die Deutsche Demokratische Republik mit ihrer Enkelin. Frau, wie fing das eigentlich alles an? Ja, ich habe den Antrag gestellt, weil meine Tochter 1984 verstorben war. Und da wusste ich nicht mal ein und aus und habe dann eben so gedacht, ich gehe zu meinen Verwandten, zu meinen Kindern, zu meinem Bruder und alle, die ich da habe, um das irgendwie vergessen zu können. Aber das war nicht der Fall. Das kam bald so weit, dass ich mich nach Hause sehnte. Das dauerte gar nicht allzu lange. Kam ich heimweh nach Haus. Und es gab da auch verschiedene Schwierigkeiten. Was waren so die Erlebnisse, die Erfahrungen, die Motive, die Sie dann bewogen haben, den Antrag zu stellen? Ja, das war erstmal war ein ganz großes Heimweh vorhanden. Dann, wenn ich da weitergelebt hätte, das war die Arbeitslosigkeit, die mich da bedrückt hat. Denn ich habe nie gewusst, ob ich später mal Arbeit bekomme da. Ich habe erstmal Arbeitslosenunterstützung gekriegt. Das waren 600 Mark, allerdings für halbtags angerechnet, weil ich hier nur halbtags arbeite, habe ich da 600 Mark bekommen. Und die Kleine hat Waisenrente bekommen, 228 Mark, 50 Mark Kindergeld. Ja, wir kamen so weit hin, weil wir noch keine Wohnung hatten. Sie wohnten bei Verwandten? Wir wohnten bei meinen Verwandten. Aber wenn wir erst eine Wohnung gehabt hätten, dann wäre es natürlich ein bisschen anders. Dann wäre die Miete von abgegangen und da hätten wir natürlich gerade knapp zu leben gehabt. Ja, ansonsten fehlte der Freundeskreis, meine Arbeitskollegen und alles andere drumherum, was man hier so hat, das habe ich da vermisst. Sie sind ja hier groß geworden. Ja, ich habe hier 40 Jahre in der DDR gewohnt. Was haben Sie anders empfunden, was haben Sie vermisst? Ja, wie soll ich das sagen, eben alles drumherum um mich. Ich habe da... Eben wie gesagt, die Freunde habe ich vermisst und meine Arbeit, weil ich ja keine Arbeit da hatte, da saß ich den ganzen Tag dann rum. Die Arbeit fehlte mir und ich wusste einfach nicht, wie es weitergehen soll, auch für war später nicht. Frau, Sie sind in einem Moment sehr großer persönlicher Verzweiflung in die Bundesrepublik gegangen. Was war denn das Wesentliche, dass schon nach wenigen Monaten Sie sich entschlossen haben, zurückzukehren? Tja. Das war eben das ganz Fremde da, das hat mich total überwältigt und dann kam ich auch nicht mit meinen Kindern so zurecht. Das war alles vorher anders. Als ich dann da war, hat sich alles ganz anders für mich ergeben. Also da kam auch dann Streit zustande, der Kinder wegen und das fing überhaupt an. Ich fühlte mich dann überhaupt nicht mehr wohl. Und wenn wir dann erzählt haben, dann sprach ich immer von der DDR und von zu Hause. Sodass sie schon sagten, Mutti, du bist jetzt hier, du bist nicht mehr in Güstrow. Aber es war immer mein Zuhause. Ich sprach nur von zu Hause. Das macht wohl auch, weil ich hier dann eben schon die ganzen Jahre lebte und alles kannte und da drüben mir alles vollkommen fremd war. Und ich kam da eben nicht zurecht. Auch die Menschen, der Kontakt fehlte überall. Wir waren vollkommen auf uns alleine gestellt. Ja, wenn ich nicht gerade mit meinem Bruder und so erzählen konnte, sonst waren wir irgendwie alleine. Nur mit den Verwandten mal ein paar Worte, aber sonst waren wir vollkommen alleine. Und dann auch die vielen Laufereien, um alles in die Wege da zu leiten, das ist alles so, ist schwer, dass man das in diesem Alter alles noch so machen muss. Das ist alles hier einfach für uns, hier wird uns überall geholfen und da muss man alles so alleine belaufen und sich da noch reinzufinden, da ist man einfach nicht mehr jung genug zu. Ja. Und dann auch, eben wie ich schon mal sagte, mit der Arbeitslosigkeit, mit was die Zukunft bringt, das sagte ich ja schon mal. Und was soll ich noch sagen? Eben die Geborgenheit, die fehlt an allen Ecken, die fehlte überall. Der Weg für die jungen Leute, und das beginnt ja im Grunde schon in der Schule, ist ja relativ schwer. Ja, ist schwer, ja. Ja. Nee, ich bin eigentlich froh, dass ich sie wieder hier einschulen konnte und dass wir da gar nicht damit anfangen brauchen, denn das wäre ja für auch eine große Umschulung gewesen, zumal das Lehrmaterial wahrscheinlich auch viel, viel anders ist. Und das habe ich auch alles nicht gemacht, weil ich ja wieder zurück wollte in die DDR. Nun hat sie hier angefangen und wir sind wieder sehr zufrieden
um zu Hause zu sein. Und ich habe eine sehr schöne Wohnung bekommen. Ich bin sehr zufrieden damit. Die schöne Wohnung, die wir jetzt haben, eine Zwei-Zimmer-Wohnung mit einer schönen großen Küche und Bad. Es wurde uns alles sehr schön hergerichtet, tapeziert und neuen Ofen gesetzt. Also wir fühlen uns wieder ganz, ganz wohl. Ich habe meine Arbeitsstelle wieder, ich verdiene mein Geld, die Kleine geht zur Schule, anschließend in den Hort. Sie ist untergebracht, sodass ich keine Sorgen haben brauche. Die Zukunft für die Kleine gesichert? Die ist gesichert hier, ja. Die lebt ja bei Ihnen? Ja, die lebt bei mir. Und ich bin auch froh, dass ich sie habe, weil sie auch keine Mutti mehr hat. Und ich bin ja nur auch alleine, dass ich meine Tochter verloren habe. Tja. Ich danke Ihnen sehr, Frau und wünsche Ihnen und der kleinen alles Gute. Dankeschön. Vielen Dank. Aber wir fühlen uns hier wirklich wohl. Ich bin froh, dass wir wieder zu Hause sind. Das ist doch eine andere Welt, wissen Sie. Zu Hause ist zu Hause. Weiß nicht. Ich kann nicht mehr dazu sagen. Ich bin froh, dass ich hier bin. Heute möchte ich Ihnen, liebe Zuschauer, Herrn vorstellen aus Dresden. Sie sind 1984 in die Bundesrepublik Deutschland übergesiedelt und haben 1985 den Antrag gestellt, zurückzukehren. Diesem Antrag ist stattgegeben worden. Wir möchten gern wissen, was waren Ihre Motive, aus denen heraus Sie und Ihre Familie in die BRD übergesiedelt sind. Diese Frage ist nicht mit einem Satz zu beantworten. Es war ein Prozess, der sich über Jahre hinweg ergeben hat. Vielleicht ist es am besten so zu erklären, dass nicht bei jedem Menschen, aber doch bei manchem, in der Mitte des Lebens ein Zeitpunkt kommt, wo man sich fragt, was hast du bisher erreicht? Was hast du bisher geschafft? Was hast du mit deinem Leben gemacht? Man macht Überlegungen, was ist unter den gegebenen Bedingungen zu tun oder was ist sonst noch möglich. Ich hatte damals versucht, mich im Gewerbe selbstständig zu machen. Der Versuch war nicht von Erfolg gekrönt. Und ich habe nach anderen Alternativen gesucht. Eine davon war die Möglichkeit, im anderen Teil Deutschlands zu versuchen, mein Leben fortzusetzen. Es war ein Entwicklungs- und Reifeprozess, der über Jahre ging. Und es war auch nicht einfach, sich dazu zu entschließen. Das ist jedem bekannt, der hier in diesem Land groß geworden ist, in seiner Heimat Freunde, Angehörige hat. Und ich wusste, dass ich auch manches hinter mir lassen muss. Manches für immer. Und es war dann zu dem Entschluss innerhalb unserer Familie gekommen. Wir wollen versuchen, in die BRD überzusiedeln. Versuchen, beruflich dort Fuß zu fassen und etwas Neues im Leben zu beginnen. Für unsere damalige Betrachtung war es noch nicht zu spät. Das heißt, Sie sind mit gewissen Erwartungen in die Bundesrepublik ja. gegangen. Meine Erwartungen waren in erster Linie nicht materieller Natur, möchte ich betonen, sondern ich hatte einfach das Bedürfnis, dass eine gute Arbeit auch eine Anerkennung findet, dass man also sagen kann, ich bin mit dem, was ich getan habe, auch selbst zufrieden, habe etwas erreicht und mit dieser Erwartungshaltung bin ich in die Bundesrepublik gegangen. Was dann natürlich auf mich zukam, konnte ich in diesem Umfang nicht ermessen,
verständlicherweise, da ich letztendlich Schilderungen über das Leben in der BRD auch nur entweder aus unseren Medien oder durch Berichte von Verwandten oder Bekannten, die also, wie man im Nachhinein feststellen muss, auch nur einen Teil des Bildes geben, nämlich den angenehmeren Teil der Medaille. Ja, Sie haben sich dann mit Ihrer Familie entschlossen, sicherlich nach langen Überlegungen den Antrag zu stellen, zurückzukehren. Dem sind Erfahrungen vorausgegangen. Welche Erfahrungen, welche Erkenntnisse möchten Sie hier gern darlegen? Die Erfahrungen waren vielfältiger Natur. Ich möchte vielleicht mit der schmerzlichsten beginnen. Das ist die Erfahrung, dass nicht zählt, ob man arbeiten möchte, ob man gewillt ist, zu arbeiten, sondern dass es systembedingt davon abhängt, was der Arbeitsmarkt an Chancen bietet. Aber Sie sind doch Ingenieur und wie ich mich in Ihrem Dresdner Betrieb habe überzeugen lassen, ein guter Ingenieur im besten Alter. Das beste Alter, das mag für unser Land zutreffen, wie ich in der Bundesrepublik erfahren musste, ist man aus dem besten Alter mit Mitte 40 schon heraus. Die Leistungsanforderungen sind also gegenüber denen in der DDR wesentlich höher und auch die Personalpolitik spiegelt sich darin wider, dass also das gesuchte Alter bei Fachleuten nicht über 35 liegt. Man hat es scherzhaft so gesagt, dass man sich möglichst einen Ingenieur mit 20-jähriger Berufserfahrung, aber nicht älter als 28 Jahre wünscht. Es ist aber ein makabrer Scherz. Ich habe mich selber in über 30 Firmen beworben. Auch durch das Arbeitsamt sind Bewerbungen gelaufen, die nicht zu Erfolg geführt haben. Ja, man hört ja manchmal auch Sprüche wie diese, wer unbedingt arbeiten will, der findet auch Arbeit. Dieser Spruch war unter anderem auch dazu angetan, mich in der Sicherheit zu wiegen, wenn ich in die Bundesrepublik gehe, dass ich Arbeit finde, denn arbeitswillig bin ich von Haus aus. Und ich musste mich leider eines Besseren belehren lassen und würde aus meiner Sicht den Spruch umwandeln, Arbeit findet, wer welche bekommt. In unserem Gespräch hat, wenn man so will, die Rolle, die Freiheit der Persönlichkeit eine Rolle gespielt, die Möglichkeit, sich selbst zu verwirklichen. Welche Freiheiten haben Sie kennengelernt, genossen in der Bundesrepublik? Die Freiheit der Persönlichkeit ist ein weiter Begriff. Ich möchte vielleicht einen Begriff zunächst herausnehmen, das ist der Begriff Reisefreiheit. Diese Reisefreiheit habe ich auch, soweit es mir meine Mittel und Möglichkeiten boten, genutzt. Das war natürlich auch ein Punkt, der also ein Zugmittel war bei der Ausreise, bei den Gedanken. Und die Freiheit der Persönlichkeit im Allgemeinen ist ja nicht zu trennen von der Freiheit zu leben. Und das setzt voraus, ein Einkommen zu haben. Und ein Einkommen wiederum ist durch Arbeit nur möglich. Und da biss ich wieder die Katze in den Schwanz. Und diese über 8-monatige Zeit der Arbeitslosigkeit hat mir und auch meinen Familienangehörigen doch psychisch schwer zu schaffen gemacht, dass also der Entschluss reifte, den Versuch zu unternehmen, wieder in unsere Heimat zurückzukehren, wo wir als wirklichen großen Stellenwert die soziale Sicherheit dann erst richtig
begriffen haben. Sie hatten ja hier doch berufliche, soziale Perspektiven und Sicherstellungen in der DDR. Nach Ihren Erfahrungen in der Bundesrepublik, wo liegen die Vorteile unserer Gesellschaftsordnung? Ich würde sagen, eindeutig in der sozialen Sicherheit, wobei das ein weites Feld ist. Das beginnt bei dem wichtigsten Problem, dem Recht auf einen Arbeitsplatz. Fühlen Sie sich gebraucht? Ja, ja. Eigentlich kann ich mir das selbst bestätigen, nachdem ich also nach meiner Rückkehr von dem Leiter des Betriebes, in dem ich zuletzt hier tätig war in der DDR, und auch mit Zustimmung der Kollegen wieder dort beginnen durfte. Sie haben einen sehr komplizierten Lebensabschnitt hinter sich, Herr. Wie beurteilen Sie nach Ihren persönlichen Erfahrungen die ja immer noch anhaltenden Versuche von Massenmedien, von gewissen Personen und Organisationen, Bürger der DDR in die BRD zu ziehen und zum Verlassen der Heimat zu bewegen? Aus persönlicher Erfahrung raten, sich die Dinge, die anders sind als bei uns, vor Augen zu halten. Und an wichtigster Stelle nenne ich die soziale Sicherheit. Denn das Recht auf Arbeit und auf einen Arbeitsplatz, denn die vollen Schaufenster sind ja nur die eine Seite der Medaille. Und auch den Schritt, den ich getan habe, nämlich den Mut aufzubringen, zurückzukehren, sollte sich jeder, der mit ähnlichen Gedanken spielt, nicht zu einfach vorstellen. Man kann nicht an dem gleichen Punkt wieder sein Leben in der DDR fortsetzen, wo man es beendet hat. Es sind nicht mehr die gleichen Bedingungen. Es sind auch nicht mehr unbedingt die gleichen Menschen, mit denen man wieder zusammentrifft. Das Außenministerium der Deutschen Demokratischen Republik hat, das sollte nicht vergessen werden, rechtzeitig und deutlich erklärt, dass es einen Rücktausch in der Regel nicht geben kann. Auch bei den Personen, denen aus humanitären Gründen die Rückkehr in unser Land bewilligt wurde, meine Interviewpartner gehören dazu, hinterließ das unnötige Hin und Her seine Spuren. Sie haben, davon bin ich überzeugt, erfahren, dass man weder vor seinen Problemen noch vor sich selbst davonlaufen kann, schon gar nicht in Richtung Vergangenheit. Meinen Gesprächspartnern fiel es, Sie werden das bemerkt haben, liebe Zuschauer, nicht leicht, über Ihren Irrtum, über Ihren Irrweg zu berichten. Sie waren dennoch dazu bereit, um anderen ähnliche Erfahrungen zu ersparen. Ich danke Ihnen.